Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern. Manchmal, aber nur. Was habe ich jetzt vorhin über mein Mikro gesagt? Florian möchte nicht, dass man ihm das Mikro wegnimmt. Dass es nicht jemand anders vorher schon erfunden hätte. Verdammt. Tja. Ich hasse das, wenn die Leute mein Mikrofon anfassen. Dafür habe ich schon Bundestagsabgeordnete angeschimpft. Das ist meins. Willst du mich anschimpfen? Niemals. So. Aber ich finde das eigentlich viel schön so. Viel schöner so. Ich bin ein bisschen dominant und du bist in der Submission. Okay. Ja? Ja. Also, ich interviewe jetzt Florian. Florian! Wie hat dir der Tag heute gefallen? Ich muss sagen, der war absolut Bombe. Richtig Bayern. Das Essen auch? Die Hälfte. Es war alles super. Ich mag keinen Leberkäse. Ich mag den auch nicht so sehr. Aber wie waren denn die Reden? Wie bitte? Wie waren denn die Reden? Also die waren absolut super, aber da war so eine Dame, ich glaube aus Bayern kommt die, die war so, sagen wir mal, drei Viertel gut. Das ist leise Kritik an mir und ich finde das eigentlich nicht so schön, aber ich werde jetzt nachfragen, was genau er meint. Ja, das war ja nur ein Scherz, weil ich dich ärgern wollte. Du warst super. Das war wirklich eine tolle Rede, echt? Also wir haben ja, war sie, oder? Ich bin immer, du weißt ja. Florian, wie läuft es überhaupt mit Rico TV so? Also Rico TV läuft mittlerweile Bombe. Rico TV hat mittlerweile, ich weiß, das ist für dich noch nicht so viel, aber 1650 Abonnenten. Bei YouTube haben wir 1250 und Rico TV hat das allererste Video jetzt gerade veröffentlicht, was gerade heute Morgen 100.000 Ansichten hatte. Hey, herzlichen Glückwunsch, 100.000 ist schon ordentlich. Meine Folgen brandheiß haben mittlerweile auch so nach einer Woche 100.000, also Brandner und ich haben uns schon ordentlich gesteigert. Von daher mein Glückwunsch. Wie geht's weiter? Ja, jetzt bin ich heute hier beim politischen Oktoberfest und ich hoffe mal, wir machen genauso weiter wie vorher, weil das ist genau das, was toll ist. Also bleibe ich dabei, auf der Straße, bei den Demos, bei der Antifa, bei den Grünen, bei den Linken, Fridays for Future, FFF. Der wievielte Buchstabe im Alphabet ist das F, Corinna? Ich glaube, der sechste. Richtig, FFF. Also 666 ist der Teufel. Das ist böse, das wollen wir nicht. Gut, Florian, ganz ehrlich, eine Sache muss ich zum Abschluss noch sagen. Florian hat Wettschulden bei mir. Ich habe gewonnen. Unsere letzte Wette. Man könnte jetzt einblenden. Ich bekomme einen Eisbecher. Ich blende das mal ein. Moment. Das kriege ich. Dann machen wir jetzt ja. Die Wette. Ich sage jetzt 12% kriegen die Grünen bei euch. Okay. Und du sagst 14. Wer dichter dran ist, schuldet dem anderen ein Eis. Ja, was für eins? Ja, ein handelsübliches. Nicht so ein McDonalds-Ding für 1 Euro, ne? Also wir können auch zum Mövenpick. Eisbecher möchte ich. Ein Eisbecher. Diese. Wo und wann? Harmes Zeuge. Harm ist Zeuge und die Kamera. Deine Tochter ist Zeuge. Und die Kamera ist Zeuge. Die Kamera ist Zeuge. 12% gegen 14. Ein Eis, Eisdielen-Eis, wie auch immer. Im Raum Niedersachsen? Ja. Gut. 12%. Das ist natürlich nur ein Fake gewesen. Nein, du kriegst dein Eis, aber haben die hier Eis? Nein, die hatten hier Bayerisch-Creme. Ich wollte dir in Paderborn ein Eis ausgeben. Da wollte ich ein Interview mit dir machen. Haben wir abgesprochen und eine Eisdiele. Und dann wollte ich mit dir ein Interview machen. Und wo warst du? Da hatte ich echt Zeitdruck. Ich musste wieder weg. Es ist manchmal etwas stressig bei mir, insbesondere seitdem ich ein neues Amt habe als bayerische Landesvorsitzende. Aber lieber Florian, ich danke dir trotzdem für dieses Interview, das ich für dich in deinem Auftrag, eigentlich gegen deinen Auftrag, durchgeführt habe. Du wolltest mich interviewen, jetzt habe ich Florian interviewt. Ich hoffe, es kann sich trotzdem sehen lassen. Florian, vielen Dank. Ja, danke schön. Und was mit meinen Fragen an dich? Die kannst du jetzt stellen, bitte. Wow, ich dachte, jetzt haut's ab. Also, liebe Corinna, erstmal schön, dass du da bist. Wie hat dir denn der Abend heute gefallen? Die Frage habe ich dir vorhin schon gestellt. Die hast du mir gestellt, aber ich stelle sie dir doch. Ja, aber da kommt ja kein anderes Ergebnis raus. Da hast du auch wieder recht. Gut, dann fragen wir mal eben andersrum. Du hast vorhin da auf der Bühne gestanden. Super Rede übrigens, also wirklich hundertprozentig perfekt. Da hast du da von irgendeiner komischen Frau erzählt und sagtest dann, ja, die hat einen Schlüpper angehabt und hat sich da wieder ein Horn oder so angemalt. Nicht Ehrhorn, ein Einhorn und ist dann rumgelaufen. Wäre das nicht mal was für die AfD? Corinna, du im Schlüpper, komplett im Blau und hier einen roten Pfeil irgendwie oder so diesen, ne? Weißt du? Nein. Schade. Warum hast du heute keine Tracht an? Hab ich doch.
Das ist eine Trachtenjacke. Ich habe außerdem hier das bayerische Zeichen, das Wappen. Außerdem habe ich, es ist etwas auf modern gemacht, das sind alles Hirschen oder Hirsche, sagt der Norddeutsche. Hirschen. Und dann habe ich, das kann man jetzt nicht sehen, einfach eine Jeans an, weil wir wollten ja ein bisschen leger sein. Und ganz ehrlich, ich habe von Bayern schon oft gehört, dass man die Preußen in Bayern daran erkennt, dass sie immer die teuersten und überkandidelsten Trachten anhaben. Und daran siehst du eben den Unterschied. Der Urbayer oder der gut sich assimilierte Bayer, also hinzugezogene, der weiß, dass das eben was zu übertrieben ist. Und wenn ich jetzt hier mit Glanzkleidchen und so, das hätte auch überhaupt nicht zu der Rede gepasst, die ich gehalten habe. Das, nein. Also gewollt? Vollkommen beabsichtigt, genauso habe ich das mir überlegt, ja. Du hast ja eben gerade erwähnt, brandheiß. Brandheiß. Brandner und du, ihr macht ja auch da YouTube zusammen. Der Brandner ist auch mit mir bei Facebook befreundet. Und das Tolle ist, der hat mir eine Anfrage gestellt. Kann das jetzt bedeuten, dass ich ein Star bin? Oder will er einfach nur neue Freunde haben? Er will einfach nur neue Freunde haben. Du hättest ja ruhig mal sagen können, der findet Rico TV so toll. Darf ich ein Geheimnis verraten? Ja. Dein Kanal hat mehr Abonnenten als seiner. Bei YouTube. Haben Sie das gehört, Herr Brandner? Aber er kann ja noch sich steigern. Wie sieht das aus nächstes Jahr, wenn nächstes Jahr wieder ein politisches Oktoberfest kommt? Bist du dann auch wieder hier? Wenn man mich einlädt, bin ich immer wieder da, weil das war echt super. Es ist eine schöne Sache. Ich habe vorhin schon ein anderes Kurzstatement gemacht vor der Kamera und habe es auf den Punkt gebracht. Das ist eine schöne Idee, die ich von Niedersachsen jetzt nach Bayern exportiere und dann einführe, importiere. Da haben natürlich alle blöd geguckt, weil was Oktoberfest in Bayern. Fakt ist, es ist natürlich eine bayerische Tradition, aber wir haben so eine Festivität, haben wir leider eigentlich bisher im Landesverband noch nicht. Und es ist schön, wenn die Leute einfach mal zusammenkommen für ein bisschen Gaudi, für ein bisschen Spaß. Wir haben schon schwer genug die ganze Zeit da draußen mit den Anwürfen. Wir haben andauernd Polit-Sprech die ganze Zeit und heute ist es einfach etwas lockerer gewesen. Die Leute wollten auch mal lachen, einfach mit einem Bier zusammensitzen und sich mal den Magen vollschlagen. Und es ist top organisiert, eine Top-Lokalität, Top-Essen gewesen. Der Ton war gut, Getränkeservice perfekt. Also, und draußen nicht einmal ein einziger von der Antifa, aber dafür ausreichend Parkplätze. Ein absoluter Traum. Haben sie top gemacht. Dank an Dietmar Friedhoff dafür. Jetzt hatte ich gerade noch eine ganz tolle Frage, jetzt fällt sie mir wieder ein, ich bin leider vergesslich. Du bist Landeschefin jetzt in Bayern. Bayern ist, wissen wir alle, ein bisschen größer als Bremen zum Beispiel oder ein bisschen größer als Hamburg, also ist schon ein ordentlicher Kasten da unten. Du bist auch Bundestagsabgeordnete, du machst mit dem Brandner zusammen Videos und hast voll Action. Wie schafft man das alles zusammen? Ich meine, als Frau. Ich habe ein ganz tolles Büro, ich habe ganz tolle Kollegen im Büro und Mitarbeiter, die eben sehr stark meinen Kalender takten, sodass wir feste Drehzeiten haben. Brandheiß ist in der Regel freitags, mittags, falls nicht einer von uns beiden schon irgendwie früher weg muss, Brandner oder ich. Und die sammeln schon die Themen aus dem Plenum praktisch ein. Die Zitate werden halt vorher rausgesucht, die kriegst du nur spontan vorgelegt, ohne Vorrede und musst spontan damit etwas machen. Und das ist die Kunst, weshalb Brandheiß auch relativ frisch und locker daherkommt, weil nichts auswendig gelernt ist. Das kann man. Das ist von Rico abgekupfert, ne? Nee. Ja, Rico gibt's schon länger. Nee, die Idee habe ich ja schon lang und außerdem ist es ja ein Kommentar der Plenarsachen, also der Plenargeschichten, die wir den ganzen Tag über hören. Dann habe ich ein zweites Format in den Start gebracht, das ist Gegenrede, das ist ja die Talkshow, die wir jetzt neuerdings haben. Da habe ich jetzt auch wieder zwei Stück fertig gemacht und da ist immer der Dreh, ich versuche an einem Tag drei Folgen zu drehen. Und da ist es auch so, es ist nicht geskriptet. Du hast ungefähr einen Plot, dass ich weiß, ich fange mit der Frage an, als Aufhänger und will da irgendwo hin. Und jetzt haben wir, das kann ich schon ankündigen, wir hatten gemacht Kriminalität in Deutschland. Das war sehr, sehr, ging sehr gut. Dann hatten wir das Thema CO2-Steuer kommt. Und dann hatten wir den Bereich, wo ist unser Geld, im Bereich Haushalt. Da hatten wir ein kleines Tonproblem. Das war in Wirklichkeit auch die erste Sendung, wo das mit dem Ton praktisch noch nicht so gut war. Und wurde aber zuletzt gesendet, sodass die Leute dachten, was ist jetzt los? Aber das war damals ein Knopf, der irgendwie anscheinend nicht funktioniert hat. Und die neuen Folgen, die wir jetzt gemacht haben, ist ein ganz interessantes Thema. Wie nehmen die NGOs Einfluss auf unser Leben? Globalisierungsthema, dieses ganze große Thema, was ja auch mit der Massenmigration in Zusammenhang steht und auch dem Global Compact on Migration. Sagst du noch einmal, wie das Format heißt? Gegenrede. Gegenrede, das blende ich jetzt hier nochmal eben ein, also Leute, immer angucken. Ja, und dann haben wir noch die zweite Folge gemacht, Terrorgefahr Islam.
Also es wird alles zu Gegenrede. Es sind praktisch die einzelnen Titel jetzt gewesen. Und meine Einzelvideos mache ich ja trotzdem noch. Also die mache ich zusätzlich. Und da ist es einfach Disziplin. Disziplin. Du musst es fertig haben. Und natürlich ist es eine Herausforderung. Je mehr Medienpräsenz ich habe, desto mehr Einladungen kriege ich, wohin zu kommen. Und wenn ich kann, hat mein Büro Weisungen. Einladungen der Partei haben eigentlich immer Vorrang. Und dann habe ich meine normalen Einladungen im Wahlkreis, größere Einladungen, wenn ich jetzt zum Beispiel Ludwig-Erhard-Preis wird verliehen, da bin ich auch mit eingeladen erstmals. Ist super, gefällt mir sehr gut. Es ist Disziplin und du musst echt dein Privatleben ganz schön zusammenstauchen. Ein bisschen laufen muss ich noch, also ein bisschen Sport muss sein, einfach um den Frust loszuwerden, den man zwischendurch mal hat. Aber ansonsten zum Beispiel brainstormen. Ich bin ein Autofahrer. Ich werde jetzt nicht sagen, die AfD ist die Autofahrerpartei. Aber hast du einen Diesel? Nee, das hat mein Vater damals organisiert und er hat gesagt, du musst einen Benziner nehmen, weil er meinte, wenn du das Auto noch fährst, ist der Diesel schon verboten. Und deswegen hat er damals einen Benziner geholt oder sagen wir mal, hat er mir vorausgewählt, weil ich keine Zeit damals hatte. Er hat gesagt, komm, du brauchst ein kleines Auto, mit dem juckelst du. Und ich bin in der Tat gejuckelt und zwar pro Jahr 50.000 Kilometer mittlerweile. Also ich habe das Ding jetzt 2 Jahre und 100.000 runtergefahren, weil ich echt alles abfahre. Gerade in einem Flächenland wie Bayern fährst du ja praktisch von Dorf zu Dorf. Ich sage immer von Milchkanne zu Milchkanne. Genauso wie in Niedersachsen übrigens. Flächenländer ist das so. Und deswegen bin ich ein großer Autofahrer und da beim Autofahren mit lauter Musik entspanne ich meistens, lass so ein bisschen los und dann fallen mir Sachen ein, die ich dann wieder in Form von Themen umsetze. Das kenne ich. Ich habe in 3,5 Jahren 110.000 Kilometer gemacht. Und da ist die Partei und Rico schuld. Ah, kannst du mal sehen, ne? Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, ich habe nichts mehr. Wir haben jetzt auch schon viel zu lange geredet. Was guckst du da? Aufnahme gibt es da noch. Einmal da? Ja, einmal so. Wir sagen jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Rico TV und mit Corinna Miazka bei Rico TV. Ja, du hättest jetzt nochmal Werbung machen dürfen. Nein, das mache ich nicht. Okay, dann Dankeschön.